Vor kurzem erschien in Frankreich ein Blu-ray- und DVD-Set von Gloria mit Jenna Rollins in der Hauptrolle. Und das hat uns Lust gemacht, uns die Karriere der amerikanischen Schauspielerin noch einmal genauer anzusehen. Und zwar mit Hilfe dieser einfachen Frage. Worum geht's eigentlich bei Jenna Rollins? Hier unsere völlig subjektive Antwort in 10 kleinen Häppchen. Jenna Rollins macht ihre Anfänge an der Schwelle zu den 60er Jahren in ein paar Fernsehserien und hat dann erste Auftritte auf der Kinoleinwand in Filmen von José Ferrer und Robert Mulligan. Bis zum ersten bedeutenden Film. Einsam sind die Tapferen, den David Miller 1962 nach dem Drehbuch von Dalton Trumbo dreht. Ab den ersten Bildern stellt Kirk Douglas, ein Cowboy, der nach einer langen Abwesenheit zurückkehrt, fest, dass die Welt sich deutlich verändert hat und verkörpert den ganzen Film über einen Klassizismus, der mit der Modernität konfrontiert wird. Diese Modernität symbolisiert wie eine Vorahnung Jenna Rollins, eine junge Malerin, die sich für moderne Kunst begeistert. Hi. Hi. Welcome home. Been a long time. Still painting. Jenna Rollins begegnet in dieser Zeit aber vor allem auch John Cassavetes, nämlich in den Gängen der American Academy of Dramatic Arts. Es folgen die Hochzeit, ein Auftritt als Statistin in Schatten, Cassavetes' erstem Film, und eine Nebenrolle in Ein Kind wartet. Aber die Offenbarung kommt 1968 mit Gesichter, der zu Hause, nachts, völlig unabhängig und abseits der Hollywood-Regeln gedreht wird. Mit Momenten der Energie, Verausgabung und Trunkenheit. Und dann Momenten der Erschöpfung, Ruhe und Stille. Außerdem mit einer Schauspieltruppe für die Ewigkeit. Seymour Cassell, Lynn Carlin, John Marley und schließlich einer Jenna Rollins, die in zittrigen, beinahe unscharfen Nahaufnahmen gefilmt wird, am Rande der Tränen, des Zerbrechens und des Zusammenbruchs. Jenna Rollins ist 3 Jahre später, 1971, in noch einem von John Cassavetes geschriebenen und gedrehten Film zu sehen, Minnie und Moskowitz. Sie spielt Minnie Moore, die Filme liebt und Fan von Bogart und Casablanca ist. Did you like the picture? I always love Humphrey Bogart. And I love Claude Rains. Yeah. Minnie hat nur Pech mit ihrem von John Cassavetes verkörperten gewalttätigen Ex. Und bei einem Treffen im Restaurant mit einem Unbekannten, der sie nicht zu Wort kommen lässt. Did you know I was reading since I was 12 years old? I wear glasses now, I read so much. Doch zum Glück folgt die Begegnung mit Seymour Cassell. Er mit seinem tollen Schnurrbart und sie mit ihrer tollen Sonnenbrille. Dann erste Annäherungen im Kino und im Auto, wo sie noch im Bildschirmrahmen bleiben. Bis sie dann auf dem Parkplatz einer Disco den Rahmen verlassen. Für einen Tanz im Abseits, fern vom Rest der Welt, der nur ihnen gehört. Why do you dance? I do. Oh, I know you do. Jenna Rollins verbindet Mitte der 70er Jahre 2 Genres. Erst in dieser Folge der Serie Columbo, als sie dem kämpferischen Detektiv Peter Falk begegnet, der aus taktischen Gründen zunächst sehr zuvorkommend auftritt. Excuse me, Miss Van Wyck.
I'm Lieutenant Colombo. I'm with the LAPD. I'm terribly sorry for your loss. Thank you. Und zur gleichen Zeit trifft sie in Eine Frau unter Einfluss, dem neuen Film von John Cassavetes, wieder auf Peter Falk, zu dem sie diesmal eine völlig andere Beziehung hat. Jenna Rollins spielt hier Mabel, eine Hausfrau, die sich verloren fühlt und vom Gewicht der Konventionen erdrückt wird. Sie ist einsam neben ihrem Mann und seinen Kollegen. This is Mabel for everybody. Hi, Mabel. Hi. Hi. Hat Konflikte mit ihrem Arzt. Get back. I will never hurt you. Back. Oder einfachen Passanten auf der Straße. First, I'm waiting for my kids at school. Do you mind giving me the time? Do you? In Szenen, bei denen wieder der Rahmen erzittert und eine Zerbrechlichkeit und einen nahenden Bruch symbolisiert. Dazu kommt die Allgegenwart der Oper von Puccini und Bellini, die für das innere Brodeln steht. Zum Beispiel in dieser Szene mit offenem Ende, dank der sie alle in die Filmgeschichte eingehen. John Cassavetes, Peter Falk und Jenna Rollins. Jenna Rollins spielt daraufhin in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in einem Krimi von Larry Pierce mit Charlton Heston und John Cassavetes als Schauspieler und in einer Komödie von William Friedkin, wieder mit Peter Falk. Und 1977 ist wieder John Cassavetes Drehbuchautor und Regisseur von Opening Night. Der Film wird von einem Drama eröffnet. Mit Jenna Rollins als vergötterte Schauspielerin, die einem Fan auf der anderen Seite der Scheibe im Regen gegenübersteht. Dann geschieht der Unfall. Und Rollins macht eine Existenzkrise durch, die sie davon abhält, mit ihrem Regisseur Ben Gazzara und ihrem Partner John Cassavetes zusammenzuarbeiten. Ready? Hear that? One more time. Okay, now hit Maurice. Also eine Schauspielerin, die abdriftet und verloren ist in einer Menschenmenge oder vor ihrem Spiegel und ihren Geistern. Wieder in einer zittrigen, unscharfen Szene voller Ungleichgewicht und Zerbrechlichkeit. Für Jenna Rollins folgt 1980 eine weitere Zusammenarbeit mit John Cassavetes, die sich von den vorherigen unterscheidet, mit Gloria, einem Krimi für Columbia Pictures. Der Film beginnt damit, dass Jenna Gloria ihren jungen Nachbarn bei sich aufnimmt, dessen gesamte Familie gerade von der Mafia ermordet wurde. Später flüchtet sie im Laufschritt durch die Straßen von New York, bevor sie das Tempo drosselt, stehen bleibt und in Aktion tritt. Allein gegen alle. Im Ungaro-Kostüm und in High Heels, mit einer Handtasche auf der Schulter und Pistole in den Händen. Hey Frank, what are you gonna do? Shoot a 6-year-old Puerto Rican kid on the street? You don't know nothing. He don't even speak English. Thank you.
Jenna Rowlands spielt Anfang der 80er in Der Sturm, einer Shakespeare-Adaption von Paul Mazursky. Und 1984 folgt ein letzter gemeinsamer Film von Cassavetes, Love Streams, vor dem frühzeitigen Tod des Filmemachers 5 Jahre später. Love Streams also, ein Krisenfilm für Jenna Rowlands, die hier eine Frau verkörpert, die sich gerade scheiden lässt und beschließt, bei ihrem Bruder John Cassavetes einzuziehen, einem alkoholabhängigen Schriftsteller am Ende seiner Kräfte. Paris. Sie versuchen beide, sich gegenseitig zu unterstützen. Sie, indem sie das Haus in eine Menagerie verwandelt. Und er mit häufigen Annäherungen, vor allem bei einer letzten Umarmung für die Ewigkeit. Für Jenna Rowlands beginnt im weiteren Verlauf der 80er Jahre ein neues Leben ohne John Cassavetes. Ein zwar weniger prunkvolles Leben, das dennoch von ein paar schönen Glanzleistungen durchzogen wird. Zunächst 1987 in Light of Day von Paul Schrader als Mutter der Sängerin Joan Jett, zu der sie eine konfliktgeladene Beziehung hat. What do you think he is, a suitcase? I'm leaving. Let's go, Benji. Und 1988 in Eine andere Frau von Woody Allen, in dem Jenna Rowlands eine Universitätsprofessorin in voller Midlife-Crisis darstellt, die sich mit ihrem Mann Ian Holm langweilt und gleichzeitig mit Gene Hackman eine aussichtslose parallele Beziehung entwickelt. Und dann ist da schließlich das Gesicht von Jenna Rowlands, das von Melancholie erfüllt ist und perfekt zu Erik Satis Klavierstück Gymnopädie passt. Bei Jenna Rowlands bestehen die 90er Jahre aus zahlreichen Nebenrollen, insbesondere bei Lasse Hallström, aber auch in Night on Earth von Jim Jarmusch, in dem sie der nachlässigen Taxifahrerin Winona Ryder begegnet. Be careful with that, will you? I'm a little in love with my luggage. No problem, lady. Und im wenig bekannten Film Die Neonbibel von Terence Davies, nach dem Roman von John Kennedy Toole, in einer Atmosphäre im Stil von Edward Hopper im Amerika der 40er Jahre. Den Höhepunkt bildet das köstliche Cover von Ella Fitzgeralds Lied My Romance. My romance doesn't mean a thing, but you. Zur gleichen Zeit kehrt sie zu ihren Ursprüngen zurück, mit der Hauptrolle in Ein Licht in meinem Herzen, den Nick Cassavetes ihr Sohn schreibt und filmt. Darin verkörpert sie eine exzentrische Mutter, die an Mabel aus Eine Frau unter Einfluss erinnert. Und die anschließend einen Jungen unter ihre Fittiche nimmt, was an Gloria erinnert. Dann sind da die Begegnung mit Gérard Depardieu als kanadischer Fernfahrer. I'm a French Canadian from Quebec. Die Einladung zum Tanz und die Rückkehr nach Hause, wo sie sich womöglich noch näher kommen. Okay, that's enough. I mean, enough is enough, you know. You think I'm some little piece of chicken? You got a lot of nerve. You can just take me home. All right, you can walk me. Don't walk me inside and don't even try to help me out of the door because I can do it, okay? I'm fine. Okay? Jenna Rowlands Karriere verläuft in den Nuller- und 2010er Jahren eher unauffällig. Trotzdem hat sie Nebenrollen bei Forrest Whitaker und Ian Softley. Aber auch bei ihrem Sohn Nick und ihrer Tochter Zoe. Im Kreis der Familie. Außerdem nimmt sie an weiteren Projekten teil. Wie an Persepolis, als Jenna Rowlands ihre Stimme Marjane Satrapis Großmutter leiht.
Well, Margie, if that's your plan, you've got yourself your first disciple. Really? You mean it? Oder am Kollektivfilm Paris Je T'aime. In dieser Episode, die im Quartier Latin gedreht wurde und in der sie mit Ben Gazzara ein Restaurant von Gérard Depardieu besucht. Gegen Ende trennen sich zwei einsame Seelen in der Pariser Nacht. Dies ist also eines der letzten Bilder von Jenna Rowlands, denn heute scheint sich die Schauspielerin endgültig von der Leinwand zurückgezogen zu haben. Und so bedauern wir weiter nur eins, das Ausbleiben eines letzten großen Films, einer letzten großen Rolle, um in Schönheit eine solch brillante Filmografie abzuschließen. Deshalb wollen wir uns diesen abschließenden Film mit Pedro Almodóvar ausdenken. Denn der spanische Filmemacher hat mit Alles über meine Mutter eine Abwandlung von Opening Night geschaffen. Marisa Paredes übernimmt hier die Rolle der gebeutelten Schauspielerin, die zuvor Jenna Rowlands verkörperte. Den Zusammenhang bestätigt im Übrigen eine abschließende Widmung, in der Jenna Rowlands mit zwei ihrer Idole in Kontakt kommt. Zum Abschluss stellen wir uns also ein paar Sekunden lang diese erträumte, letzte Begegnung zwischen Pedro Almodóvar und Jenna Rowlands vor und entsenden ein letztes Mal Ströme der Liebe an Jenna. Bis in alle Ewigkeit. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. De amor, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa. Año de amor y entenderás en un solo momento que significa.